Fragen. Ja, ich würde sagen, ich bin eine Sammlerin. Ich sammle sehr gerne Geschichten, Menschen, Wörter, Erlebnisse, Sprachen, also wirklich alles Mögliche. Aber ja, ich bin dann schon in dem Sinne habgierig. Ich möchte wirklich alles, was man sammeln kann, in eine Zaubertasche haben. Schön. Und ja, kennst du die Tasche von Hermione? Sie hat so Ja, eine ja. Zaubertasche. Alles Sie hat passt da rein. alles Mögliche drin, ja, auch Ja, ein genau. Zelt. Genau. Genau. Also ich in meiner Fantasie habe ich so eine Tasche und ich sammle einfach alles da rein. Und mal ist das was Visuelles oder mal ist das eine Geschichte, eine Erfahrung, Reisen, Wörter, Worte, Menschen. Ja. Schön. Eine tolle Antwort. Also dieser Podcast heißt auch Ein Zauber inne und du hast schon also den Zauber angesprochen. Durch eine berufliche Brille, wenn ich dann in deiner Tasche hingucken würde, würde ich dann sehen, dass es Wörter wie Fotografin vorkommen, Lehrerin vorkommen, Musikerin vorkommen, Künstlerin vorkommen. Möchtest du uns auch dann so eine berufliche Vorstellung machen? Also was du so beruf, also womit beschäftigst du dich, womit engagierst du dich so? Also ganz am Anfang habe ich glaube, meine erste berufliche Begegnung oder Beschäftigung war doch mit der Sprache und zwar mit der deutschen Sprache. Ich habe, glaube ich, nach der Schule angefangen, Deutsch zu lernen und ich wusste eigentlich gar nicht wirklich so warum. Aber in der Schule durfte ich Deutsch nicht lernen. Ja, in der 8. Klasse wurde mir gesagt, dass ich nicht so sprachlich begabt sei. Cool. Ja, genau. Perfekt, ne? Hellseher. Und dass ich irgendwie nicht genug Punkte in Englisch hatte oder irgendwas, ne? Also ich durfte in der Schule Deutsch nicht lernen. Und aber ich mag die Logik, deshalb musste ich Sanskrit lernen, Oh, cool. was viel schwieriger Also, und weil du nicht gut genug in Englisch warst, durftest du nicht Deutsch, sondern Sanskrit lernen. und weil ich nicht sprachlich begabt war Sei, oder oder sei, gewesen sei gewesen damals, sei, ja. genau. Wahrscheinlich war das doch eine gute Idee, also nach ihrer Meinung, dass ich Ja. Sanskrit lernen sollte. Naja, aber ich musste Sanskrit lernen. Ich habe das eigentlich auch genossen. Klar. Sanskrit ist toll. Ja. Na, aber dann wollte ich unbedingt nach der Schule Deutsch lernen. Und am Anfang war das blöd. Nein, in der Schule ist man blöd. Also zumindest in Teenage ist man so ein bisschen blöd. Ich wollte gleich nach der Schule zeigen, dass ich doch Sprachen Ach lernen so, kann und so, und ne? deswegen. Genau deswegen. Das bedeutet, diese 3 Jahre von der 8., 9. und 10. Klasse brannte irgendwie ein Feuer in dir, Ja, dich zu genau. beweisen? Ja, richtig. Okay. Ja, also der Absicht war wirklich blöd, aber dann habe ich angefangen am Goethe-Institut, ne, Deutsch zu lernen und ja, die Lernerfahrung war einfach also totale Irre. Also ich Klasse, ne? kann absolut, ich hatte einfach nie sowas erlebt, dass man überhaupt auch so lernen kann. Und zu dem Alter, ne, ist das, wenn man gleich, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, wenn man nach der Schule ist das wirklich dein Eintritt in die Welt und alles ist so neu und jede Erfahrung ist, du bist jetzt erwachsen, ne? Und Fast. du bist fast erwachsen und ja, du hast irgendwie zum ersten Mal in deinem Leben musst du dich vorstellen, neue Menschen kennenlernen, also und ich habe das auf eine neue Sprache machen können und das war
echt ein tolles Erlebnis. Ja. Und dann habe ich meine originale Absicht total vergessen und ich habe mich in die Sprache verliebt. Ich habe einfach weiter gelernt, ohne Pausen, alles, ne, also alle super intensive Kurse habe ich besucht und bis es einfach keine Kurse mehr anzubieten gab. Bis zum geht nicht mehr. Genau. Und ich war glaube ich 18 oder 19 und ich hatte schon C2 hinter mir. Genau. Und dann was kann man das tun? Nicht, ja, was kann man da tun? Und da wollte ich gleich eine D-Stufe, ne? Eine D1. Also nur wenn es eine D1 gegeben hätte. Genau. Und dann danach wollte ich gleich ohne Pausen und alles, also auch die Lehrerausbildung machen. Aber da hat mir das Institut gesagt, dass ich nicht genug Lebenserfahrung habe. Dass ich eine Pause machen soll. Also früher war es, dass du nicht sprachbegabt seist oder gewesen seist. Ja. Und dann warst du, also du bist noch nicht erfahren genug. Nicht. Genau. Ja, klar. Aber ich denke, das ist auch okay. Ne? Ja, das ist doch ein gutes Argument, würde ich auch sagen. Ich war doch von Erfahrung her war ich doch arm, ne, in dem Sinne. So. Nicht arm, jung, würde ich sagen. Okay, jung, also. Genau. Und ich hatte auch keinen Bachelor oder nichts, ja. Ne, also nichts hatte ich. Also daneben habe ich noch nichts, genau. Daneben habe ich natürlich auch am Ferguson College meine Bachelorarbeit und so gemacht. Und dann in dem Jahr danach habe ich meinen Bachelor abgeschlossen und dann habe ich die Lehrerausbildung gemacht. Genau. Aber ja, also wir sind jetzt schon...